So und herzlich willkommen zurück zu Folge 91 unserer Season 6 von City Skylines. In dieser Folge will ich mehrere Punkte machen. Darunter gehört einmal hier so ein bisschen was, hier vielleicht ein bisschen und hier oben noch so ein bisschen was. Es geht erstmal nur in Deko-Kram und öffentliche Verkehrsmittel. Die öffentlichen Verkehrsmittel machen wir jetzt als erstes. Und zwar wird hier oben seit Urzeiten schon ein Bus vermisst, der hier unten sich mal dem Problem annimmt und einfach mal da runterfährt und mal schaut. Deswegen lehnen wir jetzt erstmal beide Linien, die da runter oder die hier oben lang fahren, hier runter mit. Dann können hier auch die Leute direkt in den Bus einsteigen, können da hin und dann ist Ruhe. Dazu müssen wir dann hier mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Asphalt nehmen und das hier dann mal schöner machen. Oder ob wir hier allgemein den Fluss mal ein bisschen nach hier ausbauen. Dass wir hier erstmal ein bisschen Platz gewinnen und dann hier halt irgendwie was machen. Aber den Bereich will ich jetzt hier gerade nicht machen. Vielleicht machen wir heute noch hier eine Straße drüber. Das ist halt auch nicht so das Ganze. Oder das, was halt gemacht werden sollte. In dieser Folge will ich erstmal gucken, wo können wir hier beispielsweise noch Büros aufbauen, Gewerben aufbauen, damit es halt hier auch nochmal so ein bisschen den Style annimmt, den wir hier für unsere City hier haben wollen. Dass wir hier auch mal sagen, jo, wir haben hier doch mal wieder was auf der Kante. Das will er nicht machen, okay. Dass es halt hier doch wieder ein bisschen belebter aussieht. Wir haben hier was, wir sind hier glücklich. Also diesen ganz normalen Charakter halt von unserer Stadt. So, hier mache ich dann auch mal die zwei Kleinen mit. Hier oben das und die. Das sollte ja hier ratzfatz gehen, dass das aufgebaut ist. Und danach kann man hier ja immer noch ein paar Sachen machen. Während die sich hier aufbauen, kümmern wir uns hier hinten drum. Da gibt es nämlich den Punkt, dass ich doch hier gerne mal einen Weg hier drinne haben will. Ja, beispielsweise hier hinten lang geht und bis hier oben dann. So, dass wir dann hier auch mal das Problem auch mit dieser Straßenconnection, die hier war, beiseite legen, erledigen. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, hier nochmal. Ja, hier einmal noch den Weg durchziehen. Das dann halt da anschließen. So, es muss halt irgendwo passen, finde ich, ne? Wir können hier nicht die ganze Zeit irgendwas machen, ohne dass wir dann hier zum Beispiel mal drauf achten, wie wir was machen. Wie könnte man vielleicht das nochmal ändern und das und jenes und dieses und hast du nicht gesehen. Und irgendwo müssen wir diesen Punkt halt jetzt begraben und dann ist es halt so. So, jetzt sieht das ja auch wieder symmetrisch aus. Das heißt also, wir können hier so ein bisschen den Park nach hinten erweitern. Die ziehen jetzt aus. Ach lol. Daraus ist jetzt auch was geworden. Stop, stop. Da müssen wir mit No-Sell arbeiten. Hä? Okay, dann machen wir das doch wieder manuell. Weil ich will da keine Namen, Wege oder sonst wie drin haben. Für den Fall. Deswegen passe ich da, sage lieber, okay. Wir gehen hier einen Schritt zurück und dann hat sich das. So, und dann können wir hier immer noch ganz viel dran bauen, was Parks oder sonst was angeht. Ne, dann können wir hier auch, wo waren das da? Der hat hier auch so ein bisschen dieses Tabu. Verkehr löschen, nein. Nö. Spurverbinder. Fahrzeugbeschränkung, das will ich hier. Die dürfen nicht drauf, das darf nicht drauf, die dürfen nicht drauf, das darf auch nicht drauf. Nur die SOS darf drauf. Wir wollen es ja hier doch so ein bisschen
natürlicher halten. Und dann haben wir hier noch irgendwas, was wir hiervon gut einsetzen könnten. Oh, der ist ein bisschen riesig. Ich glaube, das hier ist alles ein bisschen sehr riesig, was wir da haben. Aber okay, dann sind wir hier wieder der Altmodische und bauen uns hier dann unsere eigenen Gärten auf. Oh, warte mal. Oh, ist ein bisschen riesig. Dann machen wir das doch hier einfach mal da. Dann sagen wir hier einmal das drüber. Dann vielleicht hier nochmal so ein, zwei Bäumchen. Mich wundert, dass hier keine Bäume gebaut werden, sobald ich sage, ich hätte hier gerne mal einen. Der Schatten ist geglitscht. So, dann haben wir hier nochmal so was Buntes dazwischen. Zack. Das sind jetzt auch, glaube ich, die Bäume, die wir hier unten hatten. An der Promenade, die wir in der letzten Folge gesucht haben. Aber dann ist halt okay, dann haben wir jetzt hier auch mal andere Bäume. Und dann geht das. Zack. Zack. Und dann können wir hier vielleicht nochmal zack. Den dazwischen. So. Vielleicht da nochmal das. Oder den. Und, ja, wo ist denn jetzt hier schon wieder eigentlich das Gras, was ich haben wollte? Okay, irgendwie ist das doch ein bisschen riesig. So. Sieht also wieder gut aus. Ja, das sieht doch jetzt gut aus. Jetzt haben wir hier wenigstens das Problem auch mal endlich mit dieser... Wieso fahren denn hier immer noch Autos rein? Nö, Fahrzeug. Beschränkung. Eigentlich sollte dann doch hier auch nichts mehr fahren, ne? Ups. Falsche Richtung. Zack, 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 zack. Zack, 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 weg. So, okay, das heißt also, hier haben wir jetzt ein wunderschönes Grüngebiet, was dermaßen die FPS zieht, dass wir hier eigentlich kaum noch Frames haben. So. Okay, hier hinten zieht sich das auch irgendwie hoch. Ich hätte hier aber ganz andere Gebäude gerne. Ich will mal hier wieder was Schönes haben. Oh, wartet mal. Weg. Dahin. So, dann kriegen wir nämlich auch langsam die Parkplätze etwas voller. So, dass es halt auch dem wieder entspricht, was wir so gerne haben wollen. Wir wollen ja es schön haben. Wir wollen hier was Ordentliches haben. Wir wollen hier was haben, was man auch wieder zeigen kann. Oder wo man sagt, ja, ist okay. Oh, der ist ein bisschen riesig. Die sind alle mega groß. Die ich eben da hatte. So. Ah, somit kannst du, glaube ich, so einen riesen Wald einfach überbauen. Oder andeuten.
Sieht halt natürlich auch nicht schlecht aus bei einem gewissen Punkt. Schlimm findet man es ja eh eigentlich nicht, wenn es so ein bisschen FPS-sparender ist. Das war ja das Ding. Da sagt ja keiner nö. So, wo hatte ich denn eben da? Dann da nochmal so ein bisschen grün und... Das war nicht mein Ergebnis oder mein Ziel. Das noch. Und... Zack. Zack. Und dann... Er ist schon wieder so dunkel. Das ist ein bisschen... Ist sie mir ein bisschen riesig. Nee. Ich hätte gerne hier sowas normal Großes, wenn es das gäbe. Wie definiere ich denn bitte diesen Scale? Der ist ja unglaublich. Will man ja selber auch gar nicht diesen unbedingt riesen, mega, ich skaliere das jetzt so, dass es alles bescheuert aussieht. So. Dann sagen wir hier nochmal so ein bisschen grün, da noch ein grün. Vielleicht hier hinten dann diesen pinken. Richtung pinkfarbenden. Hier da nochmal so ein bisschen grün Gewächs. Es soll ja doch sich irgendwo lohnen, dass wir hier sagen können, das ist unser doch vielleicht schöner oder angenehmer ein kleiner Garten Park, den wir so kreiert haben. So. Und dann, der ist riesig. Kann man hier alles ja noch ein bisschen feiner machen. So wie es halt einem gefällt, ne? Vielleicht noch ein bisschen grün dazwischen. Auf jeden Fall soll es dann halt alles irgendwie doch ein bisschen besser aussehen. Aber ich will jetzt hier auch nicht 50 Jahre mit verschwenden, dass wir hier dran sitzen und dann eigentlich nur so eine Sache machen. Oh, der Bus fährt gleich dagegen. Ja, fast dagegen. So, das heißt also, Schüler und Studenten können da jetzt auch hin. Wir sollten, glaube ich, mal die Bildungssituation nochmal ausbauen. Das war jetzt eigentlich ein Punkt, den ich noch nicht machen wollte. Will aber... Okay, dann müssen wir das jetzt wohl mehr oder weniger doch machen. Puh, wir gehen am besten gehen wir wirklich hier oben dann hin. Das ist Highschool, ne? Ich brauche noch mal ein paar andere Designs für Grundschulen. Irgendwie gehe ich mit Grundschulen bisschen auf Konflikt, dass ich da zu wenig habe. Oh, wartet mal. Erstmal Tree and Prop and a Key off. Dann machen wir da einfach diese mega Highschool hin. Ups, das will ich nicht. Und den setzen wir dann auch nochmal hier. Okay, das heißt also, hier müssen wir dann nochmal drauf achten, dass wir hier ein wenig von allem nachholen. Das Einzige, wo wir ganz viel haben, das ist die University. Oberschule und Grundschule sind so Mangelware. Wenn das noch Mangelware ist. Weil irgendwie ist es ja doch ein bisschen untertrieben, was wir hier an Schulen haben, ne? Wir haben ja nichts. Oder fast nichts.
So, dann machen wir da noch eine und dann hier hinten noch mal eine. Dann sollten wir hier etwas wieder aufholen. Ja, 6-9 haben wir jetzt. Und an der Oberschule passen 11 drauf. Berechtigt sind 13. Ja, 300. 3000. Das ist natürlich für hier dann die passende Aktion. Dann haben wir halt hier hinten nochmal Richtung Industrie. Naja, nicht Industrie, aber Richtung der Ecke dann auch wieder ein bisschen mehr. Ach nee, das ist College. Das ist eigentlich blöd. Wir haben echt nicht viel, ne? Ich gehe hier auf dem Zahnfleisch. Weil wir echt, echt viel zu wenig dafür haben, was wir hier platzieren sollen. Aber es sind schon wieder alles Themen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Das ist das Schlimme. Und trotzdem mache ich es. Ey, wo ist denn hier bitte die... Ding ist schon wieder kaputt gegangen. Das kann ja nur auf der... Hallo. Bulldozer V. Zack. Kann ja nur hier irgendwo gewesen sein, dass der hier sich wieder zerstört hat, ja. Scheint wohl so. Dann graden wir das halt da nochmal ab. Und dann... Oh ja, auch nochmal... Wieso? Das ist doch wieder blöd. Jetzt passt das hier alles gar nicht. Ja, doch. Jetzt müssten wir nur den hinteren Teil nochmal neu machen und dann haben wir das auch. Dann sagen wir jetzt hier einfach mal, wir füllen den Rest hier erstmal großzügig auf. Na, wir setzen dann das auch dahin. So, das heißt also, hier bauen wir noch mal ein bisschen Einwohner aus. Wir haben ja nur 85.000, das ist noch relativ wenig. Hier hinten fehlt auch noch so ein bisschen Grün und hier hinten sogar noch ein bisschen Einwohner-Ausbauberechtigungs... Nein, vielleicht machen wir da einfach auch noch einen Park rein. So, wo waren wir jetzt? Hier hinten waren wir, ne? What? Hat's hier eben gebrannt? Das ist doch nicht deren Ernst. Dann machen wir einmal diesen bescheuerten Garten grün und auf einmal, ja, ja, pff, und es brennt und du denkst dir nur so, was zum Teufel? Ja, hier fahren ein paar viele Busse gerade lang, aber das kriegen wir noch hin. Ich lasse da auch erstmal die Feuerwehr irgendwo hier in der Nähe. Und da hätten wir noch eine. Oder wir setzen die. Wir setzen die hier oben hin. Da ist, glaube ich, sogar klüger, die hinzusetzen. Dann haben wir das. Ich hoffe, dass das hier irgendwie wieder grün wird oder was weiß ich auch, ein Wunder damit passiert. Aber so müssen wir halt gucken, dass es halt passt. Hier machen wir das jetzt noch eben einmal, das Grundstück, und dann gehen wir nämlich zu dem nächsten Thema über, was ich machen wollte. Dafür habe ich mir auch extra eine Skizze angefertigt und schon mal vorgearbeitet, wie es aussehen soll, wie es aussehen kann und wie ich das gerne hätte, dass es ausschaut. Weil teilweise ist es ja dann doch nicht so einfach, mal irgendwelche Sachen so einfach aus dem Kopf teilweise hinzubauen, wie du das gerne hättest, und deswegen... Einmal vorgearbeitet ist schon nicht schlecht. Und da gehen wir auch gleich hin. Aber wie gesagt, wir schaffen es jetzt hier Stück für Stück unsere Landschaft oder unsere Stadt doch so ein bisschen grüner zu bekommen. Das ein bisschen aufregender zu machen, auch für euch und für die anderen Leute, die vielleicht gerade mal einschalten, das erste Mal sehen. Und hier soll es jetzt auch nicht so... das 100% detailed sonst was werden. Das könnt ihr ja abschminken. Dafür sollte es irgendwann mal was geben. Aber da würde ich ja auch gerne mit Rico arbeiten. Aber Rico funktioniert bei mir immer nicht.
Oder beispielsweise immer noch nicht. Ne? Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, wieso das nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert. Es ist blöd, mit solchen Sachen dann hier zu arbeiten und zu sagen, ja, können wir uns gerne mal anschauen, und dann funktioniert es alles nicht. Und du denkst dir nur so, lol. So, da einen hin, dort. Und dann machen wir hier vielleicht nochmal so. Nee, der sieht hässlich aus. Das sieht auch hässlich aus. Yeah. Machen wir doch hier mal sowas noch rein. Irgendwie ist auch im Schatten, oder verschwinden im Schatten auch die ganzen Äste, weil die irgendwie im Detail untergehen. Ah, jetzt haben wir halt das hier auch nochmal schön gemacht. Das heißt also, von hier hinten sieht es jetzt etwas besser aus, wenn wir hier rausgucken. Jetzt haben wir hier so ein bisschen das Gebiet aufgelockert. Das hier lassen wir nochmal für heute stehen. Denn heute geht es hier an das Projekt Ausbau mit, ja doch, 1, 2, 3, 4 Folgen. Und dazu gehört halt das hier. Und das möchte ich halt nicht mehr haben. Ne? Ihr wisst das, dass wir hier schon lange dabei sind bei dem Projekt. Und vor allem auch lange hierbei, das hier alles so ein bisschen aufrecht zu halten, so zu bauen, wie wir das haben wollen, könnten, tun. Und deswegen möchte ich es auch einmal richtig abschließen, sozusagen. Und dafür verschieben wir zum Beispiel diese Eingänge hier alle. Das heißt also, den wird es nicht mehr geben. Genauso wenig wie den hier. Die wird es nicht mehr geben. Und dann wird es hier nämlich nur noch geänderte Wege geben. So dass wir hier sagen, das ist das, was ich haben will, möchte. Ne? Dafür werden wir dann auch hier das Ding auftrennen. Und den lassen wir, glaube ich, auch mal bis hier dann gehen. Also wir werden auf jeden Fall viel ändern. Alleine bis hier hinten wird sich das Ganze jetzt so ein bisschen, ja, verschieben, sagen wir es mal. Ganz freundlich ausgedrückt. Und dafür nehmen wir dann hier diese Single Rail. Oder wie man das ja auch immer nennen will. Dabei hätte ich gerne aber einfach nur ein gerades Stück. Lass mir doch hier einmal mein gerades Stück. Willst du mich jetzt verarschen? Mein gerades Stück. So. Und jetzt hätte ich gerne hier zwischen nochmal eins, was genau in die andere Richtung geht. Weil das sind nämlich diese Gleise, die ich jetzt hier haben möchte. So, die ich jetzt hier haben möchte, um beispielsweise diese Problematiken zu beheben. Ne? Sind die überhaupt gerade? So könnte es gerade sein. Das ist ja auch jedes Mal in diesem beschissenen Untergrundmodus geht, ne? So. Und das war genau der falsche, oder wie? Nee. Was sieht denn das so bescheuert aus? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, es liegt ein bisschen an allem, also an der Kombi aus den Gleisen und hast du nicht gesehen. Okay, das könnte man vielleicht noch akzeptieren. So, das heißt aber, wir können die jetzt hier nochmal versuchen, einen Ton zusammenzuschieben. Dass halt nochmal besser passt. Und dann richten wir die nochmal mittig aus und dann sollte das hier auch gehen. Naja. Naja. So.
Zack, zack. Okay, dann machen wir das hier nochmal. Okay, das ist echt eine gute Frage. Wieso sieht das hier eigentlich so kacke aus? Wieso wird das auch nicht besser? Wird. Ja, okay, wir lassen das jetzt hier so, bevor ich hier irgendeine Friemelarbeit anfange. Denn dann ist hier nämlich Weltuntergang angesagt. So. Was wir auf jeden Fall brauchen oder benötigen, ist erstmal eine glatte Ebene. Also jedenfalls ein etwas glatteres Ebenbild hier oben. Wo wir dann auch sagen, Brush Size ist ein bisschen größer. Damit wir dann hier doch einmal kurz das Ganze so ein bisschen anpassen an das aktuelle Bild, was wir hier brauchen, haben. Okay, ich gehe doch mal einen Tucken runter. So. Das ist jetzt nämlich das, was wir hier haben wollen. Dann sagen wir hier zack, zack und auch runter mit euch. Und dann zack, zack und da auch noch ein bisschen runter und vielleicht dann da auch noch mal. Gibt ja mehr als genug Wege und Optionen, das Ganze dann passend einzustellen. Hoffentlich. Weiterhin. Ja. Jetzt brauche ich erstmal. Wir können ja mit zwei Gleisen anfangen, die wir hier haben. Okay, das war zu lang. Gehen wir mal auf 11. Okay, oder machen wir hier mal. Einen leichten Versatz draus. Und dann können wir hier nämlich gucken, dass wir hier unsere Felder relativ gut und gleichmäßig bauen. Das heißt also, das kann dann weg. Der Zwischenabschnitt kann weg und das kann weg. Und dann würden wir halt uns jetzt so langsam an diesen Standard sozusagen ranarbeiten, zuschauen. Wie sieht das halt aus? Was können wir hier wie ändern? Vielleicht haben wir noch die Option oder das ist noch möglich. Ja, das ist okay. So, das heißt also, mit diesen Gleisen, die wir jetzt hier haben, können wir dann hier auch dieses Ausfahrtsgleis machen. Okay, auf Papier ist das alles viel einfacher gewesen, finde ich. Merke ich gerade. Alle klein machen. Klein machen. Danke. Können wir hier halt erstmal dieses Ausfahrtsgleis simulieren. Das ist ja das, was ich hier die ganze Zeit schon haben wollte. Will, aber davon brauchen wir halt auch noch ein zweites. Das heißt also, wir können dann im Endeffekt unbegrenzt. Ich mache das jetzt erstmal nur zwei lang. Weil da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Können wir dann halt hier sagen, jo, ich hätte hier gerne diesen Weg rum. Vielleicht bei 3 und dann 137, 3 und dann. Okay, das kriegen wir gerade nicht hin, das will auch nicht. So, dann machen wir hier einfach nochmal die Kurve rein. So. Dann kann man hier das so machen. Dann merken wir uns das kurz. Gehen wir halt hier drauf. Machen jetzt hier auch wieder diesen Schlenker. Gehen dann halt auch nochmal ein Stück geradeaus. Und da
dann halt dasselbe wieder. Und das sind jetzt hier unsere Art Imitationsgleise, die wir dann ja weiter benutzen werden. Das heißt also, hieran werden dann die Gleise verbunden, die wir jetzt nach außen beispielsweise oder nach innen benutzen. Das heißt zum Beispiel das linke Gleis, das ist ja jetzt das hier, werden wir dann hier oben für das linke Gleis benutzen. Also soll dafür benutzt werden, sagen wir es so. Dann können wir jetzt hier so einen Tucken runtergehen, dann machen wir hier so eine leichte Kurve rein. Dann sagen wir jetzt hier auch wieder Tucken gerade. Und dann gucken wir mal, dass wir hier eine relativ angenehme Kurve finden, wenn ich dann aufs richtige Gleis gehen würde. Das wäre ja nämlich das dann. Das heißt also, hätte nur dieses kleine Stückchen bitte weg. Zack. Das ist jetzt der Teil, der für uns dieses Hindernis war, ne? Und hier können wir dann anfangen und sagen, jo, aber hier brauchen wir dann auch ein Einfahrtsgleis. Und das kann man ja dann ganz einfach von da oben drauf setzen. Ja, das werden wir auch so in der Art machen. Also nicht wundern. Wir werden auch ein Gleis haben, was dann halt dementsprechend da drauf geht. Das brauchen wir jetzt hier beispielsweise gar nicht mehr. Das heißt also, wir können das hier einmal drehen. Das heißt, hier, das kriegen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen gebogen. Oder halt das. Das sind aber nur so Kleinigkeiten. Und von dem Gleis hier, oder mit dem Gleis hier, können wir jetzt hier immer noch weitergehen und sagen, jo, hier kommt aber dann in näherer Zukunft nochmal das andere Gleis. Was für ein anderes Gleis. Wir haben hier drüben ja immer noch ein anderes Gleis liegen, was ja hier auch rübergehen kann. Ne? Das heißt also, hier können wir dann sagen, jo, ich hätte hier doch gerne das Ganze irgendwo. Wartet mal, wir machen das hier mal kurz. Das heißt, zack und zack und... Ja, ich habe eine Pflanze markiert. Auch nicht schlecht. Ich dachte mir, ich hätte die Schiene. So wie jetzt. Dann können wir das halt so einen Tucken runtersetzen. So, zack und zack. Dann halt hier wieder dran. Mugu wird aus. Dann die Strecke da. Und den da. Und die dann hier irgendwie. Hä? Irgendwie sieht das ziemlich strange aus. Aber vor allem, weil das hier alles wieder unterschiedliche Höhen hat. Ist ja auch nochmal eine interessante Hausnummer. Ja, dann probieren wir das halt hier auf der Ebene. Und dann haben wir hier nämlich auch wieder das Vergnügen, dass wir hier sagen, hi, ich würde gerne hier unten irgendwie hin, um dann meinetwegen auch auf das Gleis hier zu kommen. Aber hier ist dann auch wieder die Frage, wie genau können wir da lang gehen, was müssen wir wo beispielsweise lang legen, um dann so einen Effekt zu haben. Vielleicht müssen wir das hier sogar noch verlängern. Das ist ja nie auszuschließen, dass wir hier sagen, jo, wir ziehen das jetzt mal bis da. Den drehen wir jetzt hier parallel einfach dazu um. Verbinden den halt dann erneut. Ist ja hier nicht das Ding, ne? Wir können das ja.
Das wissen wir ja mittlerweile. Wir wissen, wie wir hier welchen Anschluss legen müssen, damit es so halbwegs gut aussieht. Wir können dann halt mit den Schiebeoptionen hier diese einzelnen kleinen Sachen halt anpassen. Sieht jetzt halt alles nicht so ultra hardcore vielleicht immer aus. Aber ist okay. Und dann müssen wir hier sagen, zack, runter, den nehmen wir jetzt auch runter. Und jetzt müssen wir halt so weit runtergehen, dass wir hier beispielsweise eine Brücke errichten können, ne? Und damit dann halt die Brücke auch vernünftig ordentlich aussieht, müssen wir dann hier die ganze Strecke parallel dazu anpassen, dass es halt alles doch den Sinn macht und so aussieht, als wenn wir hier das genau so haben oder haben wollten, wie vielleicht vor, ich weiß nicht wie viel Jahrtausenden angesetzt, gedacht und habt ihr nicht gesehen. Das heißt also, hier haben wir doch noch ein bisschen was zu tun und vielleicht verlängern wir dann doch hier das Ganze nochmal. Das heißt also, wir nehmen den Punkt, nehmen den Punkt, ziehen den jetzt hier nochmal so einen Tucken nach hinten, damit es halt doch ordentlich wird. Achso, und das müssen wir jetzt halt auch wieder ausrichten. Und was glitscht denn das hier eigentlich so rum? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir, glaube ich, bald herausfinden. Was ist... Ach, das ist der Tunnel! Hahaha. Guckt mal an. Und jetzt habe ich den natürlich so passend da drauf gebaut, dass wir das hier gar nicht ausgewählt bekommen, ne? Nee. Aber warte mal. Kann man unterirdische Sachen nicht auswählen? Scheinbar nicht. Okay, das heißt also, das muss weg, die müssen weg und das muss weg. Nein, jetzt wollen wir das nicht unterirdisch haben und jetzt gehen wir hier nochmal unterirdisch. Das waren ja nur die Verbindungen, dass wir hier darauf kommen, ne? Oh, wartet mal. Das wird ein heikles Thema. Also jedes Mal, wenn ich B drücke, dann geht der automatisch unterirdisch. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal auf 29 minus. Das sollte reichen. Hoffe ich jedenfalls. Dann sagen wir hier einmal mit dem bitte... doch mal dahin und dann gehen wir von hier aus da oben drauf. Ja. Okay, das heißt also, hier hätten wir jetzt, also ihr seht jetzt, was dieser Ansatz hier werden soll, ne? Das heißt also, hier soll dann diese Strecke, die jetzt hier parallel daneben führt, unter anderem halt dazu genutzt werden, dass wir denn hier erstens das Ganze hier aufbauen. Und dann halt beispielsweise hier diese Verbindung so gut und so ordentlich zu machen, wie halt nur möglich. Dass wir hier halt sehen, jo, ist alles perfekt. Ja, das heißt also, hier dürften wir beispielsweise die ersten zwei
Dinger nochmal anpassen von der Höhe. Ja, bei dem hier sogar vielleicht noch einmal einen mehr. Und dann halt da. Ach, da haben wir noch einen. So, dass das halt irgendwie doch wieder alles auf einen Nenner kommt. So, dass wir hier keinerlei Schwierigkeiten mit Streckenposten oder sonst welchen Punkten hätten, haben. Ne, so, das wäre jetzt hier eigentlich so der simpelste Part. Jetzt geht es halt darum, den Rest hier anzuschließen, so wie es uns halt wichtig wäre. Und wie wäre es uns natürlich wichtig, indem wir hier alles ordnungsgemäß bis zum geht nicht mehr verknüpfen, anschließen, überdenken. Ne, jetzt haben wir hier zwar zwei Ausfahrten. Ne, wir kommen uns jetzt hier nicht mehr wirklich in die Quere. Wir müssen jetzt aber allerdings hier hinten dann den Übergang noch erreichen, den Übergang einbauen, sodass es dann halt auch alles taktisch wieder ist. Vielleicht müssen wir hier auch wieder diese ersten Meter, das was ich vorhin gemacht habe, wieder zurückmachen, damit die Züge halt auch nicht despawnen. Da hatten wir nämlich auch das Problem. Dann müssen wir hier gucken, wie kriegen wir diesen Übergang hier rüber, wie sieht das am besten aus. Haben wir hier vorne Fehler gemacht, da fällt mir auf meiner Zeichnung sofort einer ein und ich muss sagen, ja, den haben wir, weil in dem Schritt wäre jetzt nämlich das, dass hier die Linie hier runter käme mit der rechten Spur und dann mit der linken von hier das Gleis rausgeht, damit wir halt alles auf einem Gleis hätten. Das heißt also, wir müssen das untere Gleis nochmal einen Tucken nach unten verschieben, um das dann halt alles wieder passend zu machen. Aber das können wir dann auch in der nächsten Folge machen, wenn wir das hier weiter ausbauen. Von daher würde ich erstmal sagen, war es das wieder für diese Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das hier erfolgreich zu Ende gemacht wird in der nächsten Folge und was das für positive oder negative Konsequenzen hätte. Alter, wir haben hier ein Minusproblem an Ressourcen. Das ist unglaublich. Dann müssen wir aber auch nochmal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwas machen, dass wir hier sagen, hey, die Rohstoffe, die sind endlich für uns, weil wir importieren, glaube ich, mehr Güter, als wir eigentlich müssten. Und deswegen hat unser Gewerbe halt kein Industrielevel mehr, deswegen müssen wir dann mal schauen, was da so geht. Aber wie gesagt, danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen halt rein, bis dann und ciao!